Ja, willkommen zurück hier zum dritten Part vom GTA The Blood of Gay Tony Let's Play. In der Zwischenzeit hatte ich gerade einen Anruf vom Tony bekommen, den wir gerade eben erst nach Hause gebracht hatten. Und ey, her mit dem Auto. Bleib schön stehen. Auf jeden Fall, wir hatten gerade einen Anruf bekommen, wo er sich beschwert hat, dass wir zu wenig in seinem Club tun und dass wir gefälligst da mal arbeiten sollen. Und daraufhin hat er Louis, also wir, ihm erstmal schön die Meinung gegaukelt, dass wir für ihn immer den Arsch retten, uns durch ganz Liberty City durchballern und er sich damit erstmal gefälligst zufrieden geben soll. Aber jetzt werden wir erstmal den Anruf annehmen, wo ich jetzt leider zu lange für gebraucht habe. Naja, der wird sich schon nochmal melden, wenn er was will. Wir haben einen Emmett auf der Karte, sehe ich gerade. Gucken wir mal kurz nach, wer das ist. Ich würde mal sagen, das ist Maury. Maury ist, glaube ich, der Bruder von Brucey, der kleine Hobbit. Der kleine dicke Hobbit. Aber wie wir jetzt auch schon im letzten Part machen wollten, werden wir jetzt erstmal die Mission von der Mutti annehmen. Und mal sehen, was die so zu sagen hat zu uns. Ja. Vielleicht wird sie ja verwundert sein, dass wir erstmal hier so ein schönes Auto haben. Das sieht sehr verdächtig in einer Dodge Viper aus. Und ich habe natürlich das Licht erstmal geschrottet, wie auch nicht anders zu erwarten war. Ich habe echt so das Gefühl, wenn man echt ein geiles Auto hat, man kriegt es dann echt nicht hin, das Auto mal einfach unversehrt irgendwo hinzubringen. Aber hat man dann ehrlich mal so eine Krücke, mit der will man einfach keinen Unfall machen. Mit der passiert nichts. Oh Mann. Oh Mann. Ihr habt gerade den Typen gesehen, der mir da entgegenkam? Der sah aus wie der Penner aus dem GTA 5 Trailer. Abhängen? Nein. Gar keine Zeit. Ich habe was zu tun, weil die Familie einfach wichtiger ist. Was wollen wir jetzt machen? Ja, haben wir halt einen Daumen nach unten bekommen dafür. Diese Aktion. Aber ist mir jetzt gerade doch egal. Wir fahren jetzt einfach nach Mutti. So. Mama's Boy. Ja, das sind wir. Steht zu Diensten, Mutti. Aquí está su cafecito. Gracias. ¿Quieres azúcar? No. Mami, soy yo. Ay, Luis. Hey, hijo, ¿quieres un cafecito? Sí, un ching. Un ching. Luis, this is Mr. Santos. What's going on? Hey, I guess I didn't recognize you from your mom not having any pictures of you up on the walls. Yeah, I guess she doesn't have any up. Now you mentioned it. I guess mugshots don't sit along too well with graduation shots. Hey, who the fuck are you? Well, it's complicated. Mr. Santos is a businessman. It's not that complicated when you think about it. You see, your mother here has been making that classic American mistake. In other words, she's been living beyond her means. Hey, bro, be polite when you talk about my mother, man. I'm being very polite. See, I like her. She's a good woman. If I ain't like her, I would have burned this building down by now. I mean, you know you could have came to me for money. But what would you do to get it? Yeah, I wouldn't borrow it for a piece of shit like this. Hey, be careful, kid. I could have you killed. Oh, I'm real scared of you, motherfucker. Huh? How do you sleep at night, man? Loan sharking to old women. Hey, she called me, okay? It's business. We run a service. She knew the rules. She should have read the small print. You know, you really are a piece of shit. I'm a businessman, and trust me, it could get a lot worse, my friend. Now calm the fuck down. Your mother told me about you. Maybe you can help me pay off your mother's debt. That way this building doesn't have to come to an unfortunate end. Yeah, okay. Okay, let's go. As always, nice to see you, Miss Lopez. Luis, be careful. Yeah, it's a bit rich coming from you. You ought not to judge me, Luis Lopez. You're just like your father. Na, ob das wirklich ein seriöser Geschäftsmann ist? Ich meine, kahlrasierter Kopf. Irgendwelche Hoodies. Oder hat er gar kein Hoodie an? Nee, hat eine Jacke an. Tattoos auf der kompletten Brust bis hin zum Hals. Ob sie da nicht vielleicht irgendwas hinter verbirgt? Erstmal sehen, wo er jetzt mit uns hin will. Und Hauptsache, wir können die Familie aus irgendwelchen Schwierigkeiten raushalten. Ich denke mal, das ist die Sache, die es auch
die wir jetzt auch verhindern wollen, dass jetzt irgendwas unserer Mutter passiert. Und aus dem Weg, Penner. Sollte ich mal rasieren und vielleicht sich einen anderen Gang angewöhnen, wa? Naja. Soll nicht unsere Angelegenheit sein, wir haben genug Scheiße selber am Hals. Oh, in eine dunkle Gasse geht's. Was der wohl mit uns vorhat? Ich glaube, ich sollte eher Tony Bescheid geben. Nein. Spaß beiseite. Wir sind hier in irgendeinem Kellerschuppen. Also, wo sind wir jetzt? Cage Fighting. Also, das, also ja, wie oben links auch schon steht, Mann gegen Mann, Faust gegen Faust. Ja, werde ich jetzt so gegen die antreten müssen. Ich meine, es sollte wohl nicht eigentlich, also sollte ja eigentlich wohl nicht so schwer sein. So, da sind wir. Und jetzt werden wir mal ordentlich hier einem fetten Schlitzaugen ein paar auf die Stirn geben. Rennen wir erstmal weg. Ah! Komm, 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 komm. Wir müssen auf einen Schlag, um zu treten. Alternativschlag. Normalerweise kann man einem nach einer gewissen Boxkombination eine Kopfhaus geben. Ja, die halbtote Leiche wird gerade entsorgt. Bin ich überhaupt mit vollem Leben hier in den Kampf reingegangen? Oh, jetzt gibt er mir. Was ist denn hier los? Kann ich ihn auch so an die Wand drücken, dass er... Da ist die Kopfnuss, die meinte ich. Und das zusammengeklappt. Ja, sehr schön. Ich denke mal, dass ich die dritte Runde nicht mehr überleben werde. Hatte einfach ein schlechtes Gefühl, weil ich meine, ich bin jetzt schon fast platt. Soll ich zu Boden gehen? Habe ich das gerade richtig verstanden? Ich weiß es nicht. Also. War das jetzt richtig, was ich getan habe? Ich kann es nicht sagen. Ich denke einfach mal. Vielleicht habe ich gerade oben falsch gelesen. Ich hatte nicht genug Zeit, da mal was zu lesen. Just stay the fuck away from, okay? You got your money. We done. Listen to me. I was there for your mama when you weren't. I think you must have lost some brain cells in that fight. Yeah, if I see you again, I'll kill you, bro. I'm out. Ja, jetzt haben wir hier die Mission abgeschlossen. Und uns wird angeboten, dass wir jetzt öfter dahin gehen. Aber bevor wir jetzt, ob ich gleich die nächste Mission starten, werde ich erstmal einen Happen zu nehmen, damit unsere Gesundheit wieder ein wenig aufgefüllt wird. Ja. Mein schönes Auto steht ja hier schon mal. I lost a fight for you, mommy. I didn't ask you to lose no fight. I did not ask for losers in my family. You know what? Forget about it, ma. Just don't go borrowing any more money. See you soon. Wir haben es aber mit wirklich einer undankbaren Mutti zu tun. Naja, Hauptsache erstmal ein schönes Auto. Wie gesagt, ist ein Mercedes. Boah, soll an einen Mercedes angelehnt sein. Und wir werden es immer mit Kleinigkeit futtern gehen. Ich meine, wir haben es auch schon. Ja, 5 Uhr morgen ist ein schönes Frühstück auf jeden Fall. Kann man sich nicht beklagen. Und hier rechts ist, glaube ich, ein Burger Shot. So heißt noch ein Laden, doch, ne? Ja.
Strecke raus. Ein Royal TS, wenn sie einen haben, nehme ich den natürlich. Und jetzt ruft Tony schon wieder an. Hey Tom, what's happening, boss? You've been hanging out with people behind my back? I've been trying to make us some money. Yeah. You have anything to do with the accident that went down and is all over the news? Me? I don't even like swimming. Good, because the people on that boat were good people. Freedom fighters trying to stop people smuggling in Asia. Really? I heard there was shit. I heard. No, I'm shitting with you. They were arms smugglers, pitched to some of the worst governments in West Africa. But I had you. I fucking had you. You fucking idiot, Luis. Don't turn into a freedom fighter. Es ist echt Wahnsinn. Der Humor von Tony, das ist echt unglaublich. Ich glaube, den werden wir auch noch öfter zu spüren bekommen. But if I had been, it would have been for us, for the business. Sure. You be careful, Luis. Und jetzt sag ihm doch deine Meinung, dass du endlich was zu dir nehmen willst. So. Welcome to Burger Chat. How can I help you? Ja, wie soll ich denn jetzt noch LB drücken? Hello? Are you ready so. Jetzt gibt's was für die Zähne. Und schaut mal, wie schnell den essen kann. Schaut euch das mal an. Unglaublich. Doch, da ist er ja volles Leben. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir irgendwie eine Schutzweste kommen. Ja. Da können wir uns mit einer Schutzweste ausstatten. Und vielleicht noch ein paar Waffen kaufen. Wobei ich glaube, ich habe erstmal genug. Oh, sieht echt klasse aus, ne? Dieser Himmel. Gefällt mir sehr gut. Also die Optik von GTA 4 immer noch top. Also es hat immer noch eine Hammer-Grafik. Und für den PC gibt es ja auch noch den Ice Hanger. Ja, nicht Patch, wie heißt das nochmal? Mode, genau, ein Eishänger-Mode. Dann wird das Spiel echt fotorealistisch, also die Grafik sieht dann echt bombastisch aus. Und auch so muss man sagen, dass GTA in meinen Augen immer noch zu den Spielen mit der schönsten Optik gehört, weil ich finde das einfach so detailverliebt. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ja, kann man nicht anders sagen. Na, die Sicht war doch richtig. So, wir sind auch gleich schon im Waffenladen. Ich meine, ohne Waffen und ohne Schutzweste kann man hier echt nicht überleben. Vor allen Dingen, wenn Aufträge kommen, wo man mal hier und da ein wenig schießen muss. Da ist eine Schutzweste doch immer ganz schön. Wenn man auch gerade auf der Karte ganz schön erkennen kann, jetzt rechts von mir, das T ist nicht lila, sondern durchsichtig. Das heißt, Tony ist im Moment im Club. Deswegen ist das andere T auch auf der Karte. Lila, das heißt, die Aufträge sind im Moment woanders. Oh, das werden wir uns erstmal schön eindecken. Mal sehen, was der Händler von uns zu bieten hat. Erstmal eine Schutzweste, das ist das Wichtigste. Okay, schlägt mit $500 zu Buche. Welche Waffen brauchen wir noch? Die AK könnten wir nochmal aufrüsten. Wo liegt die denn? Also das haben wir die voll gekauft. Die P90, ich glaube, die können wir echt nur bei unseren Kollegen da kaufen, bei diesem Henrico. Nein! Ich will keine Mac kaufen. Ich wollte Munition für die Desert kaufen. Und sonst Pumpgun haben wir auch noch. Achso, die ist schon voll. Na gut, dann sind wir jetzt erstmal gut eingedeckt. Dann können wir jetzt hier erstmal wieder raus. Und zum nächsten Auftrag. Wir haben jetzt 7 Uhr. 7 Uhr. Das heißt, Tony müsste jetzt eigentlich wieder in seinem Apartment sein. Dann werden wir da auch so mal direkt hin müssen. Das war jetzt vorne in der Ecke. Sehr schön. Ja. Mal sehen, was der junge Mann wieder für uns hat. Bang, bang. Oh, here she comes. Watch out, boy, she'll chew you up. Oh, here she comes.
She's a man-eater. Oh, here she comes. Watch out, girl, she'll chew you up. Oh, here she comes. She's a man-eater. Jetzt bin ich aber raus, da oben steht ein ganz anderer Text. What's your problem, man? Where's Tony? Where's Tony? Where's Tony? What's wrong with... Hi, Evan, you're looking cut. Hi, Evan, like a drink? Hi, Evan, if I wasn't straight, I'd ravage you right now. Evan, where's Tony? He sent me to him here. Who cares about fucking Tony? The man's a neurotic. He's back on drugs, he's looking old, he refuses to get any work done, and P.S., the man's a wreck. Then break up with him for the last time and fuck off out of all of our lives, please. Wow, somebody's got his sister's underwear on by mistake. Ay, Dios mío. Evan, look. I always thought that even for a coke bush and steroid junkie, you were a particular asshole. Okay, I'm just gonna admit that. Now, would you shut the fuck up before I shut you up? Now, where's Tony? He's in the bedroom. Hey, Tony, get up. Ah, piss off. Come on, get up, man. Let's go. Piss off. I wanna die. Okay, man, if that's how you want it. Yeah. Come on. Come on. Let's go. Better? Oh, great. Come on, Bobby. Let's go. This way. This way. What? Come on. Come on, fuck this. We can do it. You said we had something to take care of. I ain't having you screw up. I should have let your parole officer put you back in prison all those years ago. You're a degenerate. What about me? You guys can't just leave me here. Yeah, good point. Now fuck off, Evan. You gave him the pills. Be gone before I get back. Let's go, Bobby. Come on, you got it. Let's go. I'm good. Fucking Adderall! Wait. What? I forgot something. Forgot what? The explosives. Explosives? Yo, what's wrong with you, man? You want a nightclub, not a terrorist cell. Ow, Rocco's gone nuts. He's gonna burn the clubs down for insurance. He's gonna fucking kill us. Yeah, he's gone crazy, and you're running around with some bombs, okay? What kind of drugs do you want? I hope they're strong. I told him I'd take care of his union problems for him. It's the only way out. Either that or they kill me. Yeah, I wish you'd talk to me about this first, man, okay? Blowing shit up ain't exactly your side of the business, okay? It's not your forte. What do you care about the business? You got your fucking head in the clouds, huh? You think you're a big shot. You're a nothing, and soon you're gonna be a dead nothing. Yeah, no doubt, boss. Now where are you going? Think I got a guy digging up Frankfurt Avenue for Liberty Electric. Okay, what else? The transport workers guy is driving an out-of-service subway train through North Holland. I meant to take the whole thing out. A subway train? Jesus Christ, please tell me that's it. The head of the LTA is out of Francis International in his private jet. And you'll probably blow yourself up as soon as you walk out the door. You ain't doing this. I got to. It's the only way you can survive. Get out of my way. I'm sorry, as much as I'd like to right now, I'm not letting you kill yourself. Try and stop me, huh? Okay. Oh! Oh. Shit, Tony. You're a real piece of fucking work, you know that? Ja, der Tony ist wirklich ein hartes Stück Arbeit und hat zwei schicke Karren. Den linken kennen wir schon. Also nehmen wir jetzt mal den rechten. Sieht aus wie so ein FBI Buffalo, so hieß der in GTA 4. Ja, Buffalo, sag ich doch. Und wir werden jetzt erstmal ganz sozial der Route folgen. Nein, werden wir nicht. Doch werden wir. Und uns zu der Baustelle begeben. Und jemand irgendwie soll dann irgendwas in die Luft springen oder so. Lass uns wieder die Drecksarbeit machen. Da sind wir ja nicht anders gewohnt. Und wir tun es gerne für dich. Wir tun es wirklich gerne für dich. Jetzt packen wir unser Auto schon mal in die richtige Richtung. An das Fundament. Cool. Es kommt ein Metallgeräusch, wenn ich etwas an ein Fundament, was aus Beton besteht, werfe. Okay, auf Abstand.
Jetzt aber nicht, ob mein Auto noch mitgeschrottet. Leute. Verschwindet der Kran gerade in der Map? Naja, ich habe ja großes Chaos hier angerichtet. Das machen wir ja gerne. Da wird wohl der Staat die Stadt wieder ein wenig zahlen müssen, sodass das Bauprojekt fortgesetzt werden kann. Aber falls das der Fall sein sollte, werde ich natürlich zur Stelle sein. Und die Baustelle wieder den Boden gleich machen. So. Jetzt ganz schnell zum U-Bahn-Schacht. Ob wir dort die U-Bahn abfangen können. Mal sehen, was das auf sich hat. Da oben sehe ich schon die Markierung. Wow! I got something for you. Schnell aussteigen. Sehr schön. Muss ich weiter konzentriert, damit ich die Bomben auch nicht werfe. Mehr Chaos geht echt nicht. Ich weiß jetzt nicht, welchen Sinn das jetzt wirklich hatte, weil... der kann ja nicht wissen, dass da jetzt die richtige Person drin ist. 12.45 Uhr. Jetzt muss ich echt den schnellsten Weg zum Flughafen finden. Also haben wir... Wie lange Zeit? 11? Kurz noch jetzt in Ruhe. Etwas über 4 Minuten einzukommen. Ja, das sollte locker schaffen. Machbar sein. Weil eine Stunde in GTA sind 2 Minuten. Früher war es anders. Früher war eine Stunde eine Minute. Das wird aber geändert. Und ich weiß auch genau, welchen Weg wir zum Flughafen nehmen. Über die Manhattan Bridge oder Algonquin Bridge heißt sie. Das ist hier, die ihr gerade zu meiner linken Seite seht. Kommt man einfach am besten hin, das ist direkt der Highway, oder wie auch immer das hier heißt, der bis zum Flughafen, glaube ich, führt. Ich meine, das passt ein Auto mit auf jeden Fall. Also schnell, wendig. Und das muss ich sagen, wirklich ein gutes Handling. Ja, bin ich gut vertraut. Ja. Ah, es tut mir sehr leid. Nein, tut es mir nicht. Zum Glück haben wir, was im Höchsten sind, wir mit so guten Fahrkünsten auf die Welt gekommen und können daher so schnell fahren. Und so gut vor allen Dingen. Also Tony macht uns wirklich eine Menge Arbeit. Aber ich meine, das tut man ja alles für Geld. Zumindest hier. So macht man das halt in Liberty City. Vor allen Dingen, wenn man das alles nur wegen 2 Clubs macht. Wow, Respekt. Dann will ich kein Clubbesitzer sein, ja, also. Ist ja wirklich eine Menge Arbeit, ne? Hier und da korrupte Dinge. Hat immer nur mit gefährlichen Leuten zu tun. Und hier ist wieder der typische GTA-Fail, dass die Karte erst so spät geladen wird. Naja. Das Spiel ist ja auch schon alt. 2008. Also GTA kam... Boah. Das Spiel kam 2008 raus. Die Erweiterung, glaube ich, 2009. Ja, ich sag ja, zum Glück sind wir in diesem Weg gefahren. Und nicht den, den ich erst fahren wollte, weil so konnten wir ein wenig schneller zum Flughafen gelangen. Hört sich das? Ach. Ist das Flugzeug? Oh, ich dachte jetzt erst, die Bomben hätten nicht gereicht. Ey, dann hätte ich jetzt aber mich vielleicht hier aufregen. Hätte ich auch jetzt hier ein Headset geschrien. Wie so ein Kranker. Ja. Ich würde mal sagen, Tonys Aufgabe erledigt. Und jetzt muss ich vor den Kopf abhauen.
So, wie komme ich jetzt am schnellsten hier raus? Nichts wie weg hier. Ja, das kann jetzt nicht wahr sein mehr. Und ich sag gerade noch im letzten Part so, ich fahrt nicht über Menschen. Ja, jetzt habt ihr gesehen warum. Mit dem Caddy wäre das erst recht scheiße ausgegangen. Muss jetzt 4 Sterne loswerden? Leute, kann jetzt nicht euer Ernst sein. Vor eine scheiß Tunnel rein. Oh, ich hasse es, kopflos zu werden. Und jetzt 4 Sterne? Ne, 2. Gut, das geht ja echt noch. Es ist nichts wie weg hier. Ich glaube, die Bullen sehen mich jetzt. Aber ist egal. Ist egal, ist egal. Wir fahren jetzt einfach unseren Weg hier. Wow. Wir müssen eh wieder nach Elgin Quinn, also Manhattan in der Mitte. Fahre ich hier mal kurz ab. Und da kommt mein Bulle schon entgegen. Lass es bitte reichen, bitte. Bitte, 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 bitte. Und. Jawohl. Ja, aber nur weil der Cop hier vorne so gefailt hat. Guck dir das mal an. Also die Bullen sind echt nicht die Schlausten. Da hat Gott echt eine Menge Nachholbedarf. Aber jetzt werden wir erstmal drunter rufen. Und ihm mitteilen, dass wir die Mission erfolgreich erledigt haben, dass wir seine Ziele zerstört haben. Sehr gut. Und wenn das getan ist, werden wir mal sehen, was der Tony oder auch die anderen Freunde von uns als nächstes als Auftrag geben. Gut, das hätten wir geschafft. Ich würde sagen, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen, wenn es wieder heißt, wir spielen GTA The Blood of Gator. Bis dahin, haut rein, ich bin raus, ciao.